Ja, servus und herzlich willkommen zurück zu Gothic. Wir sind immer noch im Sumpflager. Der Harlock, der setzt uns so ziemlich zu. Und ja, wir wären, glaube ich, eher noch nicht her. Ganz knapp. Na, wahrscheinlich mit ganz viel Glück kriegen wir noch nie. Aber ja, schauen wir mal. Aber ich habe jetzt mal nachgeschaut, wie man einzeln handelt. Und das Meer, die jetzt mal kurz ausprobieren. Ich habe es davor noch nicht getestet. Wir schauen jetzt mal. Ich will handeln. Ob das irgendwie funktioniert mit einzeln verschieben. Also anscheinend heißt es ja, draufdrückt. Ah ja. Okay, geht ganz einfach. So, und mit, also mit Q und E. Lustigerweise habe ich das schon mit Q und E probiert, aber... Na gut, jetzt müssen wir das. Dann können wir nämlich jetzt schon mal gleich mal ein paar Sachen verkaufen. Das passiert mir nicht. Weil der hat ja einiges. Ist da gleich mal ein paar Sachen darüber, du? Dass man wieder mal ein bisschen Erz zusammengegangen. Wisst ihr, was ich meine? Weil warum soll ich denn das Schwert und alles aufheben, was ich einfach nicht mehr brauche? Ja? Gut, klar, Fleisch und so und Heilkräuter, schwierig. Hätte ich schon erstmal gern lassen. Aber wir haben ja noch ein paar Sachen. Zum Beispiel. Fackeln sind manchmal gar nicht mehr verkehrt, aber die da können wir verkaufen. Sag ich, also das bringt jetzt schon 82. Wir müssen das unbedingt machen mit den Tiere. Wenn wir ein kleines bisschen. Ein paar Lernpunkte mehr übrig haben. So, wir haben jetzt da 82. Ich glaube, wir haben jetzt auch soweit alles, weil. Den Rest haben wir schon verkauft. Und genau, wenn jetzt da rüber geht, dann macht man 10er Schritte. Ja, 82. Sehr schön. Annehmen. Geil, jetzt haben wir 95 Erz schon mal. Was ziemlich cool ist. Dann würde ich jetzt sagen, wir haben ja 10 Lernpunkte. Wir können ja sozusagen schon Schwertkampf lernen. Was wir besser sind im Schwertkampf. Es geht aber natürlich erst im alten Lager. Das heißt, wir müssen mal einmal zurückflitzen. Ne? Und dann gehen wir aber auch gleich am. Wie hat er kosten? Das denn? Das die. Gehen wir dem Aglep Bescheid sagen. Oh, jetzt bin ich glaube ich vorher schneller gut überrascht. Gehen wir halt da rein. Dann gehen wir am. Das die Aglep Bescheid sagen, dass dem sein Kumpel gesagt hat: Hey, da ist voll chillig in dem Lager. Sehr geil. Ja, die Wege hat man immer. Like. Bei Gothic war das das Nonplusultra. So hat man aber die Welt schön kennengelernt. Ich kenne natürlich die Welt relativ auswendig. Ich kenne vielleicht jetzt nicht jeden einzelnen Punkt, aber ich weiß zumindest, wo ich hin muss. Ne? Und ich finde es ganz interessant, wenn man mal eine Karte von der gesamten Umgebung sieht, wie das ausschaut. Das finde ich mal ganz interessant. Schauen wir mal, vielleicht nur durch ein paar Gegner. Obwohl, ich das mal gern aufheben. Na gut. Jetzt hat Kupfer gesprungen, weil ich brauche eh Lernpunkte. Ich brauche ja Lernpunkte, damit ich überhaupt was machen kann, ne? Sehr schön. Da geht's hier. Okay, das finde ich ziemlich krass. Das war ein bisschen sehr unbedacht von mir, da muss ich echt aufpassen. Hey, war ich jetzt gestorben, hätte ich ein Problem gehabt. Ah, die Fliegen, die sind noch nicht so ohne für mich. Warten wir mal die lieber ab und erst auf jeden Fall speichern. Okay. Ah, das ist schlecht. Warum laufst du da entlang? Oh, das ist nicht gut. Okay. Der verfolgt mich jetzt. Oh nicht. Glück gehabt. Glück gehabt. Aber es gibt nur weitaus krassere Kreaturen. Aber irgendwann, Leute. Irgendwann nehmen wir uns das vor. Da fetzt man da durch und dann bringen wir einfach alles um. Okay. Auch im Wald, überall. So. Nun gut, dann sind wir eh schon da. Oh, das ist auch noch ein bisschen zu krass für mich.
Es gibt auch noch so schöne Missionen auch. Und ich finde es auch Wahnsinn, wie die Stimmung einfach in dem Spiel ist. Man merkt richtig, dass da lauter Gefangene unter einem unter so einer Kuppel sind. Ne? Das finde ich, merkt man ziemlich in dem Spiel, so diese drückende Stimmung ein bisschen. Und die Musik ist halt einfach perfekt. Die kann man immer anhören. Ich finde, die Musik wird auch nie langweilig. Die passt einfach stimmungsmäßig immer perfekt dazu. So. Ja, da liegt auf jeden Fall noch was. Das darf ich mir jetzt noch gern holen. Wie eine Kiste. Dietrich, sehr schön. Ich brauche Dietrich, hä? Das Bier ist. Was war das jetzt? War das eine Schüssel oder Schlüssel? Also war Schüssel. Das Bier da natürlich gern verkaufe, ne? Aber wenn das in meiner Art eigentlich widerspricht, ne? Ich als Bayer, aber bringt halt Erz, ne? Weil ich kann es zwar saufen, hat aber keinen Effekt. Im Spiel. Im Spiel. Na gut, probieren wir es mal. Jetzt schauen wir mal nicht, dass wir irgendeinen Scheiß machen. Irgendwie, wie gesagt, bei drei ja dann nicht so ganz die Gazisten. Meistens haben aber auch Arschlöcher. Ah, es gibt überall Arschlöcher. Okay. Also, gehen wir jetzt erstmal zum Dusty, würde ich sagen. Das müsste halt Idee auf der Bank sein. Melvin hat sein Kumpel geheißen. Dusty. Ich war am Lager der Sekte und habe Melvin getroffen. Und? Was sagt er? Es gefällt ihm anscheinend besser, als sich von den Gardisten schikanieren zu lassen. Hey Mann, er hat den ganzen Spaß ohne mich? Ich muss dahin. Aber ich komme nie aus dem Lager raus. So? Warum nicht? Die Gardisten haben spitz gekriegt, dass ich mich verdrücken will. Schätze, ich habe zu viel geredet. Ich bräuchte mindestens 100 Erz, um die Wachen zu bestechen. Das ist aber schlecht. Was wäre, wenn ich dir die 100 Erz für die Wachen geben würde? Das würdest du tun? Warum? Nun, sagen wir mal, du bist nicht der Einzige, der dein dummes Grinsen gerne im Sektenlager sehen würde. Soll das heißen, du willst mit mir dahin gehen? Puh, weiß ich nicht. Ja, muss ja. Ich werde mit dir zum Sektenlager gehen. Gut, Mann, ich bin bereit. Wir können los, sobald du soweit bist. Aber vergiss nicht, wir brauchen 100 Erz für die Wachen. Mann, das sind meine ersten guten 100 Erz. Naja, gut, später werden wir genug nur haben, ne? Aber okay, wir haben jetzt 95. Nein, ich glaube, ich muss noch ein kleines bisschen die Musik leiser machen. Nehmen wir mal im Ohrens nur wieder. Das bisschen darf man schon hören. Na, pass auf, dann müssen wir mal handeln schnell. 100 Erz, ne? Ah. In seiner Haut will ich trotzdem nicht. Ich höre nicht mehr auf. So. Sag mir deine Ware. 100 Erz, jetzt schauen wir mal. Was können wir denn nur verkaufen? Ah, jetzt haben wir zumindest schon mal 18. Ja, mehr geht halt nicht, ne? Immer wieder dieselbe Leier. 10. 20. 18. Jetzt haben wir natürlich 113 Erz, ne? Ah, schwierig. Die Frage, wo wir da... Wo wir da Higiko? Da macht das... ich glaube, es ist total egal. Ich glaube, wir werden immer diese 100 Erz brauchen. Aber ich würde mal sagen, jetzt... ich kann jetzt nicht einmal was in Schwertkampf investieren. Na... Das ist schlecht. Das ist ganz schlecht. Ich könnte natürlich mal nachts so eine kleine Diebestour dadurch machen, aber dann muss ich schleichen. Auch noch keiner. Ich höre mir jetzt erstmal meine drei Rationen ab. Das ist wichtig. Du hast gesagt, ich kann. Naja, der sagt immer das Gleiche. Aber auf jeden Fall die drei Rationen gehört. Das ist wichtig. Ah, ich mag aber jetzt eigentlich nicht Taschendiebstahl lernen. Ah, Mist. Ja. Vierte, 100 Erz, vierte.
Na. Du bist mein bester Freund hier drin. Die anderen wollen mich immer nur loswerden. Ich bin dir echt dankbar. Gut, dass er in seiner Hütte bleibt. Ich sollte vielleicht diesen Platz meiden. Die KI-Checks sind so ganz groß, das finde ich gut. Ah! Schon wieder umgefallen. Na dann! Der wir einmal kurz an die Pfanne. Danke. Geh! Na gut. Dann mach du. Ich nehme jetzt auf jeden Fall erstmal ein Dusty und gehe mit dem ins Lager. Einfach so, dass wir die Quest erfüllt haben. So, gehen wir am besten. Ist eigentlich wurscht, wo wir da hingehen. Gehen wir von da aus auch machen. So, Dusty. Ich hoffe, dass ich da irgendwas wieder zurückkriege. Ich bin bereit. Lass uns gehen. Okay. Lass uns durchs Südtor gehen. Auf keinen Fall durchs Nordtor. Die Wachen dort lassen sich garantiert nicht bestechen. Und die Sache mit dem Erz regelst du am besten. Ich bin nicht sehr gut in sowas. Gut. Also los. Für das Südtor müsstet aber... Ist das da hinten das Südtor? Boah, ist gerade nicht. Aber ich glaube schon, weil wenn ich so von der Karte schaue, ne? Genau, dann ist das eigentlich im Süden des Tor. Ja, das müsste schon sein. Müsste schon so sein. So. Dann haben wir nochmal eine Pfanne. Ah, natürlich, ja, super, wenn man irgendwo anders rauskinder Daten, ne? Danke. Ah, da ist natürlich alles zu. Halt! Wo soll's denn mit unserem Freund hier hingehen? Wir machen einen kleinen Spaziergang. Hier sind 100 Erz. Ich hab nichts gesehen. Sehr schön. So schnell geht's. Naja, vielleicht sagt jetzt dein Kumpel so, hey, ich hab eh da alles zum Rauchen da aus der Erz wieder oder so. Das habe ich nur mitgenommen. Ich brauch's nicht mehr, weil ich den ganzen Tag rauchen kann. Keine Ahnung, ich hoffe einfach mal, dass das nicht umsonst war. Na komm mit. Gestolpert wieder. Ja, der Klassiker. Ach schön. Ja, dann sind wir eh gleich wieder im Sektenlager. Aber stärker bin ich jetzt leider doch nicht geworden, weil ich natürlich das Erz nicht hab zum Zahlen. Das ist der Scheiß. Ich glaube, ich brauche 50 Erz, oder? Ich habe 50 Erz, damit die eine Stufe beim Schwert trainieren kann. Immer schwieriger. Dann müssen wir uns natürlich einmal nur ein paar Lernpunkte aufheben. Warte mal. Weil nicht, dass da... Das Problem ist nämlich, wenn wir dann ein Schwert finden, was besser ist, und das aber mehr Stärke braucht, dann ist aber vielleicht auch aufgeschmissen. Dann können wir es nicht, einfach nicht hernehmen. Wäre auch nicht so geil. Ach ja, die Flüsse. Einfach sauschnell unterwegs. Super. So, jetzt müssen wir aufpassen auf diese komischen Echsen, ne? Okay, die sind gerade da hinten. Das ist der Vorteil. Komm, lauf, 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 lauf. Puh, Glück gehabt. Ja, der ist noch schon hinter mir. Das ist aber auch ein bisschen schwierig, Gothic und Wegfindung. Da müssen wir vor allem im späteren Verlauf ein bisschen aufpassen. Weil... die KI leider echt nicht so klug ist.
Also schnell um Ecken gehen oder so, ganz schwierig bei dem Game. So, jetzt warten, bis er da ist. Gehen wir da weiter. Weil der nimmt nämlich immer genau die geradeste Linie zu mir, ne? Ja, jetzt hängt er schon. Okay. So, ja. Es sind nicht unbedingt die hellsten Kerzen auf der Torte. Komm, schwimmen tust du aber, oder? Schwimmen tut er. Ja, pass auf, habe ich den Kerl nicht sogar da vorne irgendwo getroffen? Ah, na warte, mit dem anderen habe ich da herbringen müssen, ja? Ja, wo mich da vorher angequatscht hat, muss ich sagen, hier, bitteschön, naja, Typi. Das war der, der wo erst mir helfen wollte und dann alle Ungläubigen umbringen will, ne? Der krasse Dude. Solange ich da. So. Immer wieder die. Ja, da hinten, da müssen wir hin. In seiner Haut bin ich trotzdem nicht Stefan. Früher wäre das ganz. Na, warte mal, da ist falsch. Es ist nur wirklich nicht. Ganz schön sein. Solange ich damit nichts. Da müssen wir weiter. Genau, da hinten ist er. Solange ich damit nichts zu tun habe. Ja, komm mit. Ah, und dann ein Missbar. Ja. Ich habe hier jemanden, der dich kennenlernen möchte, Meister. Wen bringst du zu mir? Ist er würdig? Er bedarf sicherlich noch eurer geistigen Führung, Meister. Gut. Von heute an soll er zu meinen Schülern zählen. Von heute an wirst du dich täglich vor meiner Hütte einfinden und meinen Worten lauschen. Deine Seele ist noch zu retten. Meister, ich will in die Bruderschaft aufgenommen werden. Ich brauche eure Stimme. Du hast dich als würdig erwiesen. Cor Kalom soll dir die Robe geben. Super. Ach, Dusty. Wir zwei, hä? Schau dann, oh, wie glücklich der jetzt ist. Der weiß auch gar nicht, wie glücklich er sein wird, wenn er erstmal 8 Dübel im Gesicht hat. Super. Gut. Achso, ich muss mit dem vielleicht bequatschen, ne? Na doch nicht. Na gut, dann tschüss. Ich kann mal noch mal zu seinem Kumpel schauen und ihm vielleicht Bescheid sagen, dass er da ist, ne? Schauen wir mal kurz. Ich habe natürlich jetzt überhaupt kein Erz mehr, also. Vielleicht bringt mir das was. Ah, da haben wir wieder einen mit Namen. Ist gut zu wissen. Werden wir dann auch noch anschauen. Das brauche ich dem seinen Kollegen. Ach. Na, der war. Na, es war wieder wer anders, ne? Gott, wo habe ich noch die jetzt getroffen? Eieiei. Ja, das sind die Krautstampfer. Das ist irgendwie ganz schön. Ganz schön geworfen. Ah, manchmal finde ich auch nicht alles. Muss bloß schauen, wo der ohne nur dabei gehockt ist, ne? Das war doch auch ziemlich am Anfang. Den finden wir schon wieder. Den finden wir schon wieder. Ah, da, oder? Genau, da hockt er. Ja, Melvin. Okay, da geht gar nichts.
Wie komme ich an die Magie des Schläfers? Baal-Kadar verkauft Runen und Spruchrohr. Ja, gut. Bringt mir nichts. Ich muss immer nur den Typenblatt machen. Gut, wir reden jetzt mal mit dem einen da hinten, der wo da noch war. Der hat ja auch noch einen Namen gehabt. Irgendwas mit Koba, bliblablub. Von dem her schauen wir auf jeden Fall erstmal zu dem. Ne? Da oben, oder? Ist das nicht er? Da ist ein Templer. Aber irgendwo da in der Nähe. Da ist er. Hi. Gornaran. Was machst du hier? Ich passe auf, dass kein Sumpfhai zu nah ans Lager gerät. Wenn ich du wäre, würde ich einen weiten Bogen um die Viecher machen. Du hast keine Chance gegen sie. Jetzt stör mich nicht weiter. Ich muss die Augen aufhalten. Okay. Na gut, also Erm habe ich überzeugt. Ja, aber jetzt müsste die eigentlich Erm da wegdreschen. Anders da geht's nicht. Ich könnte mir doch, glaube ich, auch wieder mal tägliche Ration holen. Ne? Schauen wir mal. Ich will mir meine tägliche Ration abholen. Hier, nimm. 3 schwarzer Weiser. Aber nicht alle auf einmal rauchen. Nicht alle auf einmal rauchen. So. Die müsste die halt platt machen, ne? Ah, ich probier's nochmal, Leute. Das hilft ja nichts. Wollen wir heute auch nichts einschmeißen, was irgendwie besser war. Ein bisschen Rüstung, wenn ich schon hätte. Das war super. Gorim. So, nochmal. Schwing deinen Hintern. Versuch. Die Waffe weg! Ein Kampf! Die Waffe weg! Die Waffe weg! Kümmerliche Vorstellung. Okay, das gibt's doch nicht. Wie viel Pech kann man haben? Vielleicht hat er auch bessere Waffen für mich. Ich glaube, die schaut ziemlich gleich aus. Gorim. Was? Schwipfe. Yara, das gibt's einfach nicht. Was hast du? Ein Kampf! Klarer Sieger! Einmal und du kannst. Ich prügel einfach so auf einmal. Was hast du mit. Ein Kampf! Kümmerliche Vorstellung. Das gibt's nicht, ey. Warum hätte ich schon fast gehabt, ne? Ein Kampf! Kümmerliche Vorstellung. Das gibt's nicht, ey. Das macht mich so fertig. Was steckt? Ein Kampf! Ja. Es ist so lästig. Es ist so lästig. Was hast du mit? Ein Kampf! Ein Kampf! Die Waffe weg! Die Waffe weg! Gut so! So knapp! So knapp! Nein, ich glaube, das schaffe ich nicht. Das glaube ich, schaffe ich einfach nicht. Gorim schick. Schwing dein Versuch. Ein Kampf! Weg mit der Waffe! Gut so!
kümmerliche Vorstellung. Okay, na, keine Chance. Keine Chance. Ich hab's probiert. Keine Chance. Oh, wie den gerade hast. Okay, ich krieg keine Ärzte mehr, gar nichts mehr. Ich bin wieder mittellos. Scheiße. Wie viele Dietriche habe ich? Wahrscheinlich auch nichts, ne? Zwei. Ah, das ist nicht gut. Ich glaube, wir müssen jetzt echt einmal erstmal ein paar Quests machen. Rezept. Ah, das ist Rezept der Sekte, ne? Ah, okay. Helft nichts leid, müssen wir jetzt durch. Ich komme wieder und dann mal den fertig. Boah, der regt mich auf. Aber das ist leider bei Gothic so. Am Anfang bist du einfach ein Knirps und schaffst gar nichts. Später werden wir mir komplett durchrocken. Wir werden uns dann an diesen Moment zurückerinnern, ne? Wo man am Harlock nicht auf die Fresse hauen haben können, wenn man Schattenläufer umbringen. Ja, das ist also, da werden wir nochmal drauf zukommen. Eieiei. Na gut, wir müssen auf jeden Fall wieder ins alte Lager. Da führt kein Weg drauf vorbei. Zum Glück ist ja nicht so weit. Ich sage einmal, es ist lästig vom Sektenlager, Sumpflager, heißt es natürlich, vom Sumpflager ins neue Lager. Das ist ein bisschen lästig, definitiv. Aber so ins alte Lager, das glaube ich, geht noch relativ gut. Ja. Schöner wäre es natürlich, wenn man gleich ein bisschen was mitschnetzeln würde. Aber ich bin nur zu schwach. Für alles, Leute, für alles. Aber gut, hilft nicht. Später werden wir auf jeden Fall genug Erz haben, definitiv. Da werden wir über diese Zeiten jetzt lachen. Aber das finde ich halt so schier und grafisch. Am Anfang bist du halt wirklich Adept. Ja, und du steigerst dir halt. Von Level zu Level wirst du besser. Und irgendwann tut dir gar keiner mehr was. Es ist halt wirklich so. Und dann wird das Spiel nicht unbedingt so, dass das, also dann wird das nicht langweilig, sondern du kriegst halt bloß noch harte Gegner, ne? Die, wo du halt umnerzt. Und die sind in großer Zahl. Von dem her, das ist ziemlich cool. Aber ich weiß gerade echt nicht mehr, wie das ist beim Aktwechsel, ob dann die Monster wieder sagen, ich glaube schon. Ich weiß nicht mehr, wie es im ersten Teil war. Kann ich nicht mehr sagen. Also, dann gehen wir jetzt wieder rein. Wir können am Dexter ja auch schon mal was geben. Vielleicht kriegen wir auch irgendwie, keine Ahnung, irgendwas Cooles. Maybe. Werden wir sehen. Zumindest haben wir ja schon mal die eine Aufgabe gemacht. Irgendwie schaut das ein bisschen aus wie der. Oh, der Vogel. Wie der Turm vom Sauron. Ja, Vögel in dem Spiel sind übrigens ganz, ganz ätzend. Die haben einen ganz einen hässlichen Ton drauf. Das liegt an der Aufnahme von denen, die. Also, weiß nicht, was sie aufgenommen haben. Ein Mikrofon vom Fischer-Preis, ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall ist der ziemlich ekelhaft. Das wäre natürlich schon mal was, ne? Nachts einmal, wenn wir schleichen können, durch jede Hütte gehen und alles mitnehmen, was wir kriegen. Ja. Wird schwer bei zwei. Wo ist denn der Dexter? Wird schwer bei zwei. Ich halte mich da lieber raus. Dietrichen, aber gut, schauen wir mal. Also, Dexter. Da. Ich habe das Rezept, das du wolltest. Sehr gut. Zeig her. Jetzt kriege ich aber Kohle, ne? Jetzt. Gut, jetzt kann ich die Tränke selber herstellen. Bist ein guter Mann. Werde Diego von der Sache erzählen. Hier, nimm das für deine Mühen. So, jetzt gedrückt. 63 Erz, really? Nicht mehr. Na gut, vielleicht langt's für einen Punkt fürs Training. Vielleicht kostet es bloß 50 Erz. Bin mir nicht mehr sicher. Ich schaue jetzt mal. Mit Whistlers Mom haben wir schon alles, oder? Genau, wir haben eine Aufnahme, Sumpflager, Ablösung, gut. Gut, das ist klar.
Vielleicht müssen wir jetzt doch mal die Prüfung des Vertrauens mal beginnen. Na? So, Leid. Aber das werden wir dann natürlich in der nächsten Folge machen. Na? Von Gothic. Und ich sage jetzt erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Na? Und hoffe, ihr seid natürlich in der nächsten Folge wieder mit dabei. Da werden wir dann wahrscheinlich, weil wir, glaube ich, keine andere Quest mehr kriegen werden, erst einmal die Vertrauensprüfung machen. Das ist schon mal ganz gut. Jetzt auch sehen. Gut, von dem her sage ich vielen Dank. Macht es gut. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Habi, geh.